Sehr exklusiv, der Mercedes CL65 AMG. Ein V12 Biturbo Coupé für 221.000 Euro. Vom Vorgänger wurden gerade mal 800 Stück verkauft, weltweit. Nicht exklusiv genug? Dann schauen Sie sich das hier mal genauer an. Carlsson Aigner CK65 RS, Spitzname Eau Rouge. Dies ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Mercedes-Veredlers Carlsson und des Lederspezialisten Aigner. Preis ab 365.000 Euro. Statt Armani gibt es hier Dolce und Gabbana. Bicolor-Lackierung, 21 Zoll Felgen und Heckdiffusor aus Carbon. Alles eine Nummer auffälliger als die Serie. Außen Carlsson, innen Aigner. Hier schlägt die Stunde des Sattlers. Feinstes Leder und Alcantara schmückt den Innenraum. Dazu passend dunkelrotes Vogelaugen-Ahorn, soweit das Auge reicht. 2 Wochen lang wird hier in Handarbeit alles neu bezogen und verbaut. Und Carlsson wäre nicht Carlsson, wenn sie nicht auch unter dem Blechkleid Hand anlegen würden. Exklusives Auto trifft auf exklusive Stadt. Monte Carlo im Fürstentum Monaco. Genau der richtige Ort, um den Carlsson zu erfahren. Für Patrick Simon aus unserem Testkommando gibt es für so ein Auto hier nur eine Teststrecke, den Formel 1 Stadtkurs. Ungewohnt, dem Bus hier in Monaco zu folgen, zumindest wenn man schon mal hier Rennen fahren durfte. Ich kam in den Genuss im Porsche Cup. Das ist was ganz Besonderes, was Einmaliges. Das ist dieses typische und oft beschriebene Helikopterfliegen im Wohnzimmer. Es ist nirgendwo schwieriger, auf den Punkt die Autos zu bewegen. Mit dem Carlsson scheint Patrick aber weniger Probleme zu haben als mit dem Porsche. Trotz einer Länge von über 5 Metern und 2,2 Tonnen Leergewicht. Ja, das sind Monaco-typische Ecken. Wenn man hier zu spät anbremst, ja, in die Kurve kurz vor Löws hinein, dann der Vordermann einen Tick zu früh gebremst hat, dann macht's Bums. Ja, selbst passiert. Lieber Oliver Mattei, Entschuldigung, da bin ich dir mal ins Heck gefahren. Aber das ist in Monaco, das ist die Spezialität, das ist das Besondere am Fürstentum. So, jetzt kommen wir hier in die Tunnelpassage hinein und dann lockt er, jetzt juckt der Fuß. Jetzt müssen wir mal richtig beschleunigen, jetzt fahren wir mal hier richtig mit Schwung in den Tunnel rein. Wer das von der PlayStation erkennt, der lacht über diesen Tunnel. Aber wenn man wirklich mal mit Schmackes in diesen Rechtsbogen hier reinkommt, das ist eine verdammt enge Geschichte. Und da muss man schon die Arschbacken zusammenkneifen. Kein Wunder. Unter der Haube bollert der 12-Zylinder Biturbo aus dem Hause AMG. Im CK65 leistet dieser 705 PS und 1100 Newtonmeter Drehmoment. Das ist so viel Leistung, tronisch begrenzt. Das heißt, da ginge mehr, man will es aber nicht. Hier einmal wirklich raus zu beschleunigen, da würden die Asphaltbrocken aus dem Heckdiffuser rausbröckeln. Und ja, wir hätten hier so einen kleinen Sanierungsfall, zumindest straßentechnischer Natur in Monaco verursacht. Und das will ja keiner. Trotz seiner Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h bleibt der Carlsson Aigner CK65 Eau Rouge eine komfortable Reiselimousine. Und um zurückzukommen zum Thema Exklusiv, nur 10 Stück werden gebaut. Damit liegt die Gefahr, dass Ihr Nachbar den gleichen Wagen fährt, bei 1 zu 660 Millionen.